Wir sind hier im Bayerischen Rundfunk und nehmen die drei Streichquartette von Anton Eberl auf. Anton Eberl hat nur diese drei Quartette geschrieben, um das Jahr 1800 herum. Und obwohl Eberl zu seinen Lebzeiten eine bedeutende Figur in Wien war und darüber hinaus auch bekannt war, weiß praktisch kein Mensch irgendetwas über diese drei Streichquartette. In den letzten Jahren sind doch einige Aufnahmen entstanden zu Anton Eberl. Ich erinnere vor allem an die Symphonien. Das ist das Bedeutendste, was es zu hören gibt von ihm, auch was die Interpreten angeht. Auf den Zuhörer warten viele Überraschungen, tiefgründige, langsame Sätze und verspielte Menuett und ganz feurige, wilde Schlusssätze. Eberl hat sich in den Streichquartetten meisterhaft verwirklicht. Wir sind überzeugt, dass diese Ersteinspielung für Interessierte tatsächlich eine riesige Entdeckung ist, wie für uns auch. Die langsamen Sätze sind sehr tiefgründig und wirklich extrem schön zum Anhören. Und die Menuette sind fast schon Scherzi, also es ist wirklich manchmal so dazwischen. Man hat dieses Tänzerische trotzdem, aber auch diese einige verrückte Wendungen und Gegenakzente, also wirklich sehr, sehr spannend. Was für uns ganz besonders reizvoll ist, auf diesem Wege auch unsere neue Besetzung seit Juli 2021 mit einer bedeutenden CD vorstellen können. Für mich war es besonders schön, als neuer Cellist im Casal-Quartett an eine Aufnahme heranzugehen, bei der das Werk für alle neu ist und bei dem wir auch eine Ersteinspielung machen können. Und warum kennt man jetzt diese Streichquartette von Anton Eberl nicht? Großes Fragezeichen. Verlegt waren sie, also zugänglich waren sie den interessierten Kreisen. Es gibt auch aus der Zeit Kritiken aus der Allgemeinen Musikzeitung, die damals ja das einschlägige Fachblatt war. Aber komischerweise bis heute kein Nachklang. Ja, Anton Eberl hat den Streicher nicht leicht gemacht. Durch seinen Hintergrund als Pianist hat er versucht, dass alle Akkorde möglichst komplett klingen und hat somit zum Leidtragenden oft der Mittelstimmen sich auch sehr viel Doppelgriffe bedient, was es sehr anspruchsvoll macht. Da muss man sich natürlich als Ensemble auch zusammenfinden und jeder sich selbst auch mit seiner Stimme zurechtkommen. Zuhörer erwartet viel Unerwartetes. Manche harmonischen Wendungen sind sehr gewagt und sehr spannend zugleich.